Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Wie in jeder Ausgabe möchten wir euch auch heute eines der 8 MDGs vorstellen. Mit der Senkung der Kindersterblichkeit wenden wir uns heute einer ganz besonders dringenden Problematik zu. Alle 3 Sekunden stirbt ein Kind an vermeidbaren Krankheiten. Krankheiten, die in entwickelten Ländern nicht zum Tod führen würden. Wo also liegen die Ursachen für diese Kindersterblichkeit? Was sind die dringendsten Probleme? Anhand einer kurzen Geschichte wollen wir uns dieser Thematik nähern. Alle 3 Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind an vermeidbaren Krankheiten. Mehr als die Hälfte der Todesfälle hängen mit Unterernährung zusammen. Am schlechtesten sind die Überlebenschancen für arme Kinder in ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer. Warum das so ist, zeigen wir in einer fiktiven Geschichte. Selma ist 5 Jahre alt. Sie steht für Millionen Kinder weltweit. Selma hat 2 ältere Schwestern. Die Familie lebt in einem Dorf. Die nächste Gesundheitsstation befindet sich in der Stadt, viele Kilometer weit entfernt. Bei Selmas Geburt war die Mutter daher auf sich allein gestellt. Hätte es Komplikationen gegeben, wäre Selma heute vielleicht nicht am Leben. Selmas kleiner Bruder Ali ist letztes Jahr gestorben. Er erkrankte an Durchfall aufgrund des schmutzigen Flusswassers, das die Familie täglich nutzt. Doch gab es keine Medikamente gegen seine Infektion. Auch Selma geht es oft schlecht. Während der Regenzeit in den Wintermonaten wird es besonders in der Nacht kalt. Das Haus der Familie ist aus Blech, bietet wenig Schutz vor Wind und Nässe. Jeden Winter erkrankt Selma an Husten. Auch dagegen hat die Familie keine Medikamente. Die Gefahr einer Lungenentzündung ist groß. Die häufigste Todesursache bei Kindern in Entwicklungsländern sind Infektionskrankheiten. Während wir Selmas Geschichte erzählten, sind 10 Kinder an Durchfall, Atemwegserkrankungen, Malaria und Masern gestorben. Die weltweite Kindersterblichkeit zu senken ist das 4. Millenniums-Entwicklungsziel. Bis 2015 soll die Sterblichkeit der Kinder unter 5 Jahren um 2/3 gesenkt werden. Doch was ist Kindersterblichkeit eigentlich? Unter Kindersterblichkeit wird der prozentuelle Anteil der Kinder betrachtet, die das heiratsfähige Alter nicht erreichen. Für statistische Zwecke wird hierbei eine gesonderte Untersuchung der unter Einjährigen durchgeführt und als sogenannte Säuglingssterblichkeit tituliert. Diese Definition ist etwas sperrig und sagt uns kaum etwas über die wirkliche Lage der Kinder aus. Es ist doch schockierend. In manchen Ländern sterben Kinder an Krankheiten aufgrund von mangelnder Hygiene in diesem Ausmaß, wie es in Deutschland noch im Mittelalter der Fall war. In einem Interview mit der Organisation TERDISOM wollen wir mehr über die Ursachen von Kindersterblichkeit erfahren. Hallo, ich sitze hier neben Mareike Luppe von TERDISOM. Sie ist Referentin für globale Gesundheit. Frau Luppe, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Nach Angaben von UNICEF sterben jährlich 8,8 Millionen Kinder. Woran liegt das? Kinder sterben oft an Krankheiten, die eigentlich leicht zu behandeln wären und auch nicht teuer zu behandeln wären. Es sind oft Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, Durchfall, Masern, Lungenentzündungen, also alles Krankheiten, die in Deutschland bei einem stabilen und gut funktionierenden Gesundheitssystem gar kein Problem wären. Wie könnte man mit wenig Geld die Kindersterblichkeit senken? Man könnte zum Beispiel flächendeckend Moskitonetze verteilen, dass die Kinder vor Malaria geschützt werden. Oder man könnte eine ausgewogene Ernährung ermöglichen, dass Kinder eben keine Mangelernährung, keine Mangelerscheinungen haben. Glauben Sie, dass das Millenniumsziel 4 bis 2015 erreicht wird? Ich glaube nicht, dass es erreicht wird, wenn nicht sehr viel verändert wird und wenn nicht viel getan wird. Also im Moment sieht es so aus, dass bis 2015 zwar 1/4 der Kindersterblichkeit verringert werden kann oder die Kindersterblichkeit um 1/4, aber nicht um 2/3. Ich glaube nicht, dass es erreicht werden kann. Warum glauben Sie, dass es nicht erreicht werden kann? Weil die Zahlen einfach dagegen sprechen. Also es gibt schon durchaus in einigen Ländern Erfolgsgeschichten. Es gibt zum Beispiel Nepal hat seine Kindersterblichkeit sehr stark verringern können, Malawi ebenso, Eritrea auch. Aber es gibt auch andere Regionen, vor allem das Subsahara-Afrika, in denen die Kindersterblichkeit stagniert und nicht zurückgegangen ist. Und insofern ist es eben regional sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass auch wenn in manchen Gebieten sich die Kindersterblichkeit um 2/3 senken wird, wird das nicht überall der Fall sein. Also man könnte schon für alle Länder Maßnahmen finden, aber das hängt dann von dem Willen der Regierungen vor Ort, aber auch von dem Willen der Regierungen in den Industrienationen ab, inwiefern sie ihre Versprechen wirklich erfüllen. Es wurden viele finanzielle Zusagen gemacht, die müssen eingehalten werden. Es muss politische Maßnahmen geben, es muss Programme geben, die sich sehr stark auf die Reduzierung der Kindersterblichkeit beziehen. Es müssen Gesundheitssysteme verstärkt werden, eben Gesundheitspersonal muss ausgebildet werden
um dagegen zu kämpfen. Was tun denn die Industrienationen konkret gegen Kindersterblichkeit? Es gibt viele Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel auch in der Bundesregierung in der Entwicklungszusammenarbeit wird sehr stark auf die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften abgezielt. Es wird die Stärkung von Gesundheitssystemen wird hervorgehoben. Es gibt verschiedene Programme und Projekte, die dazu durchgeführt werden. Es werden Gelder eingesetzt. Es werden finanzielle Zusagen wurden gemacht in den letzten Jahren. Das hängt jetzt eben davon ab, ob diese Zusagen eingehalten werden. Was können die Entwicklungsländer tun, damit weniger Kinder sterben? Es gibt einige gute Beispiele aus Ländern, zum Beispiel aus Sierra Leone oder auch aus Nepal. In Nepal wurden 2008 die Behandlungsgebühren zum Beispiel für Kinder abgeschafft. Und danach ist die Kindersterblichkeit von, ich glaube, 60 auf knapp über 40 sterbende Kinder pro 1000 gesunken. In Sierra Leone zum Beispiel, das ist das Land mit der höchsten Kindersterblichkeitsrate, da wurden Anfang des Jahres auch Behandlungsgebühren für Kinder und schwangere Frauen abgeschafft. Es ist jetzt noch ein bisschen früh, um zu sagen, wie der Erfolg dann sein wird. Aber man sieht an anderen Ländern, wie zum Beispiel Nepal, dass es sehr erfolgreich ist und dass das auf jeden Fall die Kindersterblichkeit enorm gesenkt hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war Mareike Luppe von Terre des Hommes. Nach wie vor sind also Infektionskrankheiten die häufigste Todesursache für Kinder in Entwicklungsländern. Unter anderem ist dies durch die mangelhafte medizinische Versorgung als auch durch die herrschenden hygienischen Umstände zu erklären. Dabei würde auch hier ein ganzheitliches Konzept helfen, dieses Millenniumsziel zu erreichen. Oft aber sind es die kleinen Dinge und die Taten Einzelner, die helfen, Probleme direkt vor Ort anzugehen. Horst Krapohl arbeitet ehrenamtlich für die Kindernothilfe in Berlin. Die Kindernothilfe unterstützt Projekte für Kinder in Haiti. Horst Krapohl engagiert sich ehrenamtlich bei der Kindernothilfe, eines der größten christlichen Kinderhilfswerke in Europa. Mit uns sprach er über die Arbeit der Organisation. Die Kindernothilfe betreut weltweit knappe 600.000 Kinder aktuell in ca. 1.000 Projekten in 28 Ländern. Primär in der Form, dass Partnerorganisationen vor Ort, die sag mal, nach den Regeln der christlichen Nächstenliebe agieren, unterstützt werden. Und zwar Schwerpunkt ist Afrika, Südamerika, Asien und Osteuropa. Die Kindernothilfe vermittelt Patenschaften und führt Auslandsprojekte durch. Sie unterstützt benachteiligte Kinder, Kinder, die in Armut leben, die nicht die Möglichkeit haben, sich vernünftig zu ernähren und die keinen Zugang zu Bildung haben. Auch bei Katastrophen ist sie vor Ort, so zum Beispiel nach dem schweren Erdbeben in Haiti. Wir hatten vor dem Erdbeben auf Haiti hatten wir 7.500 Kinder in 8 Projekten. Und 7 Projekte gab es nach dem Erdbeben nicht mehr. Ja, das heißt, da ist auch erstmal die Frage, was ist mit den Kindern, was ist mit den Familien, also auch mit denen, die wir in der Betreuung haben, aber was ist auch mit den anderen Kindern? Weil die Kinder sind eigentlich in diesen Extremsituationen immer diejenigen, die am stärksten leiden. Die Eltern sind damit beschäftigt, auf Hab und Gut zu achten, zu schauen, sind die Tiere noch da, ist an dem Haus noch was zu retten, wo sind die Dinge, die ich gegebenenfalls mitnehmen muss. Und wer dann nicht bewusst, sondern total unbewusst in Vergessenheit gerät, sind die Kinder. In Katastrophen ist es also besonders wichtig, sich um die Kinder zu kümmern. Aber wie kann man das vor Ort umsetzen? Im ersten Schritt ist es natürlich, Hilfe zu leisten, die Erstversorgung. Das ist Trinkwasser, das ist Kleidung, das ist Sicherheit. Das heißt, die Kinder einfach von der Straße zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, im Zeltlager oder wo auch immer, erstmal zur Ruhe zu kommen. Anschließend an diese Erstversorgung kümmert sich die Kindernothilfe auch um die weitere Betreuung der Kinder, zum Beispiel im Rahmen von Kinderzentren oder dem Wiederaufbau von Schulen. Viele Anstrengungen sind nötig, um das Leben von Kindern zu retten und zu verbessern. Jedes einzelne Projekt arbeitet langfristig daran, dass es zukünftig weniger als 5 Millionen Kinder gibt, die jährlich eigentlich vor dem 5. Lebensjahr sterben.
Die Kindernothilfe ist im In- und Ausland für das Wohl von Kindern tätig. Eine wichtige Grundlage ihrer Arbeit ist dabei die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. In ihr wurden die Rechte der Kinder weltweit festgelegt. Im Wesentlichen müssen die einzelnen Nationen und die Regierungen zu dem stehen, was sie irgendwann in der Kinderrechtskonvention zugestanden haben, zugesagt haben. Mit Lobbyarbeit und Informationen über Kinderrechte und Projekte für Kinder arbeitet die Kindernothilfe daran, dass die Kindersterblichkeit sinkt. Kinder sind die Bevölkerungsmitglieder, die am meisten unter gesellschaftlichen Missständen leiden. Schon deshalb, weil sie sich nicht allein aus ihrer schwierigen Lage befreien können. Auch wenn das Erreichen des vierten Millenniumsziels vom jeweiligen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kontext abhängt, weist es doch explizit auf die Notlage der Kinder hin und macht deutlich, wie sehr Unschuldige unter der Unterentwicklung eines Landes leiden. In der nächsten Sendung soll es um das fünfte Jahrtausend Entwicklungsziel gehen. Bei ihm liegt der Fokus in der Verbesserung der Gesundheitsvorsorge der Mütter. Wenn ihr wollt, bis dahin.